Moin Freunde, willkommen hier bei ENDCNC, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video soll es vorwiegend um die Sorotec Hausmesse gehen. Ich hatte ja in einem meiner vorigen Videos schon gesagt, dass ich erst auf der EMO war in Hannover und danach dann auf der Sorotec Hausmesse. Auf der EMO hätte ich euch gerne Bilder gezeigt und vielleicht auch ein paar Videomitschnitte gemacht. Leider auch in dem Video erwähnt. Ist beim ersten Tag oder nach dem ersten Tag eigentlich das totale Bahnchaos ausgebrochen, sodass wir am zweiten Tag nicht mehr zur EMO konnten und deswegen gibt es darüber leider auch keine Bilder, keine Videos, nur ein kurzes von der Brothers Video. Das blende ich euch am Ende von diesem Video kurz ein, aber ja, mehr gibt es dazu leider nicht. Deswegen die Sorotec Hausmesse und ich würde sagen, da blende ich doch jetzt gleich mal in die Slideshow und in die Videoabschnitte und gebe ein paar Takte dazu ab. Kommen wir doch gleich mal zu einem der Highlights auf der Messe. Und zwar war das die Vorstellung der Hobbyline. Der ein oder andere wird ja schon seit 2 Jahren darauf gewartet haben, dass sie endlich auf den Markt kommt. Das ist jetzt endlich passiert. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal hier so anguckt, da könnte man meinen, ja, die ist ja aufgebaut wie eine Stepcraft. Da muss ich allerdings sagen, weit gefehlt, denn hier haben wir erstmal wesentlich größere Verfahrbereiche. Zweitens haben wir hier Kugelumlaufspindeln. Und wenn man so eine Stepcraft mal daneben stellt, dann sieht die doch sehr mickrig aus. Also von der Größe her ist das eher vergleichbar mit so einer Q-Line von Stepcraft. Dann kommen wir auch schon zu den Steuerungen. Das, was ihr hier sehen könnt, ist eine Erding-CNC, wie auch unschwer auf dem Bild zu erkennen. Und zwar die CNC 720. Das ist hier tatsächlich das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Eine Vierachs-Steuerung mit 400 kHz, also auch durchaus für Servos interessant. Zusätzlich noch eine RS-485-Schnittstelle, 2 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge. Alles in allem also ein relativ rundes Paket, sehr schön klein gehalten. Da bin ich durchaus sehr gespannt drauf. Als nächstes dann die große Erding-CNC. Jetzt müsste ich lügen, wie sie heißt. Ich meine, das ist die 760. Hier in so einem schönen Schneewittchensarg gehalten. Damit man einfach mal sehen konnte, was denn alles dahinter steckt, beziehungsweise die Peripherie einfach mal sehen konnte. Und ja, diese große Karte, die hat einen 5-Achsen, eine 5-Achsen-Demonstrationsfräse gesteuert, wie man hier schön sehen kann. Hier werden die Kanten von einem Rubik's Cube über alle 5 Achsen abgefahren. Und da war ich schon relativ beeindruckt, muss ich sagen. Wobei ich von 5 Achsen tatsächlich auch nicht wirklich eine Ahnung habe. Und von daher war das umso beeindruckender für mich. Das, was ihr hier seht, das ist eine Steuerung, die von Sorotec aufgebaut wurde. Das Case selber, das hattet ihr ja schon in meinen Videos zur Elfriede gesehen. Ich habe ja das identische Case aufgebaut. Hier allerdings kann man sehen, dass noch sehr viel mehr Aufwand gerade in EMV gesteckt wurde. Deswegen zum Beispiel die ganzen Kerne, die man hier sehen kann, also die Klappkerne, die da hinten um die stromführenden Leitungen der Schrittmotoren rumzulaufen. Weiter geht's mit den Steuerungen bei Estelcam. Der Christian Knüll von Estelcam, der war auch persönlich vor Ort. Das hat mich sehr gefreut. Ein echt cooler Typ, muss ich sagen. Was ich total genial finde, ist sein Handrad, was er jetzt für Estelcam rausgebracht hat. Gerade mit dem Joystick, der hat eine sehr interessante Funktion. Und zwar kann man hier die Achsen ja sehr grob verfahren und je nachdem, welche Achse man gerade verfahren hat, da wird dann der Encoder aufgeschaltet und damit kann man dann die Feinjustierung machen. Hier zu sehen ist jetzt nochmal ja, die ganzen Bauteile, die er mitgebracht hatte, unter anderem halt die Steuerplatine für Estelcam mit fest installiertem Controller jetzt und nicht mehr mit einem Arduino, den man aufstecken konnte. Also eine sehr runde und fertige Lösung. Von den Steuerungen kommen wir dann jetzt mal zu den Spindeln. Das, was ihr hier im Bild sehen könnt, das ist eine Technomotor-Spindel und zwar mit einer HSK-32-Aufnahme. Die HSK-32 wird hier manuell ausgelöst mit so einem kleinen Drehmomentschlüssel von der Seite. Wenn man keine Serienproduktion macht, ist halt so ein manueller, automatischer Wechsel durchaus sinnvoll. Eine weitere Technomotor-Spindel ist hier die 1,1 Kilowatt ATC-Spindel. Die ist komplett überwacht. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, haben wir hier 5 oder 6 Sensoren sogar drin. Das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Gerät, zumal sie einfach
ja, in der Einhausung quasi geräuschlos arbeitet, egal bei welcher Drehzahl. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier einen SK20-Wechselsystem. Hier einmal der Wechselprozess von der neuen Messemaschine. Als erstes wird der Z-Taster angefahren, um zu gucken, ob ein gebrochenes Werkzeug vorliegt. Nachdem festgestellt wurde, dass das Werkzeug heile ist, im Idealfall natürlich, fahren wir rüber zum Magazin. Hier wird das alte Werkzeug abgelegt, dann zum neuen Werkzeug gefahren und hier jetzt die Kegelinreinigung einmal aktiviert. Jetzt das neue Werkzeug gegriffen und weiter geht's mit dem Fräsen. Hier haben wir noch eine neue Spindel und zwar diesmal von AMB. Im letzten Jahr auf der Sotec Hausmesse hatten wir von Muffel ein Wechselsystem, ein Hebelwechselsystem gesehen. Und dieses Jahr hat AMB ein ähnliches System mitgebracht. Allerdings haben wir hier den Vorteil, dass eine Standard-ER16-Spannzange zum Einsatz kommt mit einem Bajonettverschluss. Und das Coole eigentlich daran ist, dass wir hier einen Hartanschlag haben. Und wenn wir jetzt ein Werkzeug tauschen, dann reicht es eigentlich, dass die Länge des Werkzeugs vermessen ist und wir somit quasi einen, ja, halbautomatischen Werkzeugwechsel, wie eben schon erwähnt, mit der HSK32 haben. Nur, dass wir dafür keine Spannzangen bzw. keine Werkzeugaufnahmen benötigen, sondern die Werkzeuge hier direkt in die ER16-Spannzange einschieben können. Hier könnt ihr nochmal die neue Messemaschine sehen. Wie ihr sehen könnt, wurden den Tag über eine ganze Menge Späne gemacht. Das hier ist eine Compact Line 0604, also 600 x 400 mm Bearbeitungsbereich. Im Obergeschoss bei Sorotec waren wie immer die großen Maschinen untergebracht, also die Aluline Heavy und so weiter und so fort. Für ordentlich Druck haben auf der Messe die Implotex-Kompressoren gesorgt. Einer dieser Kompressoren stand auch in der Vorführmaschine, in der Messemaschine, unten im Schrank. Und ja, im Grunde genommen war die Abdeckung quasi nur ein wenig dünnes Blech und der Kompressor stand hinten in der Ecke und war halt über den Messelärm hinaus kaum zu hören. Also das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Vorführung. Eines meiner persönlichen Messer-Highlights waren die beiden von First Attack. Die haben eine ganze Menge Fräser mitgebracht und präsentiert. Unter anderem hier links im Bild zu sehen ein Schrupp-Schlichtfräser. Allerdings auch noch ganz, ganz andere Kaliber. Diese hier sind ja alle relativ klein. Hier im nächsten Bild zu sehen, haben wir dann die größeren Fräser gehabt. Die waren nochmal als Anschauungsobjekt mitgebracht. Dann ging es rüber zu den Gravursticheln und dort stand der Highlight-Fräser für mich schlechthin, weil es einfach unglaublich genial anzuschauen war. Das hier ist ein 0,1 mm Fräser. Last but not least hatte Sorotec hier auch noch einen 3D-Drucker am Start. Der 3D-Drucker von Flenstech hat als Besonderheit eine CE-Zertifizierung. Und was mir persönlich sehr, sehr positiv aufgefallen ist, die Verarbeitung von diesem Drucker ist absolut über jeden Zweifel erhaben. Der Trümmer, wie er hier steht, wiegt einfach mal 28 Kilogramm. Das gesamte Gehäuse ist aus Stahlblech, innen die haltenden, die tragenden Teile sind alle aus Aluminium gefertigt. Die Mimik an sich, die ist aufgebaut wie beim Ultimaker, den kennt man ja eigentlich, wenn man sich mit 3D-Druckern beschäftigt. Einzig der Druckkopf und fahrbare Teile sind hier aus Kunststoff gefertigt, um Gewicht zu sparen. Ja, um da in die Theorie einzusteigen, will ich jetzt in diesem Video nicht weiter darauf eingehen, warum man gerade am Druckkopf Gewicht sparen sollte. Aber das ist definitiv ein Highlight, worauf ich mich ganz besonders freue, denn ich darf ihn testen. Ja, Freunde, das war sie also, die Sorotec Hausmesse 2019. Es war wirklich ein großartiges Wochenende. Ich habe viele neue, tolle Leute kennengelernt, auch alte Bekannte wieder getroffen. Da wäre ja zum Beispiel der Vlad zu nennen, der den 3D-Finder herstellt. Oder aber auch die Jungs von Edding CNC. Echt super Typen, muss ich sagen. Dann die beiden von First Attack, die auch ein paar super Fräser am Start hatten. Naja, und die ganzen Eindrücke einfach vom Tag, von dem Abend, wenn man dann noch beim Bier zusammengesessen hat. Das war mal wieder großartig, wie auch schon letztes Jahr.
Und ich würde sagen, nächstes Jahr bin ich definitiv wieder dabei. Ja, für dieses Video soll es das jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir den Daumen oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Wenn ihr erfahren wollt, wenn ich ein Video hochlade, dann schaltet doch einfach die Bimmel ein, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wollt ihr mich finanziell unterstützen, dann macht das doch einfach über Patreon, darüber würde ich mich sehr freuen. Und das hilft mir dann auch immer wieder Anschaffungen zu tätigen und Tests durchzuführen. Ja, wenn ihr mich persönlich mal sprechen wollt oder auch den Taler 83, der Drache TV oder den Alex CNC und viele, viele andere, dann guckt doch bei uns im Discord-Channel vorbei, den Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, und für dieses Video soll es das jetzt gewesen sein und für mich bleibt wie immer zu sagen, tschüss, wir sehen uns im nächsten Video. Und der Rest dazwischen wird in der Bühne fast gesagt. Ja, das ist mehr oder weniger linear, ein Fachwerkzeug. Ja, warum nicht? Irgendwas sagt man von der ganzen Verpackung, wenn es durchgeguckt hat, ob der Aufnahme ist. Nee, ich glaube nicht. Das ist der Leid, das ist der Leid eigentlich. Der ist, glaube ich, schon weg. Ja, der ist schon weg.